Moin Leute, willkommen bei einem Adventskalender-Special, bei dem wir 24 Blindverköstigungen machen und jedes Mal raten, was eigentlich dahinter steckt. Ja, wir haben einen Kalender organisiert von Heiner von Helgoland und wir würden uns darüber hinaus riesig freuen, wenn ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmt und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Adventskalender-Special-Folge. Heute mit Türchen 14. 14! In 10 Tagen ist Weihnachten. Oh Ja. man, Ich hoffe, ihr ey. habt alle eure Geschenke Ja, besorgt. Ich habe natürlich, hier natürlich. ein schönes Geschenk vor mir stehen. Ja. Sehr helles Geschenk, sehr helles Geschenk, sehr dreckiges Glas. Nein. Geil. Aha. Riecht nach Gummibärchen. Also, was ich damit sagen will, ist so ein bisschen künstlich süß. Künstlich, ja, künstlich, ja. Wie so Weingummi. Hat auch so ein bisschen. Bisschen Würzigkeit hat es. Schlägt so eine würzige, leicht, ganz leicht nussige Richtung ein, finde ich. Aber ich finde es ganz stark in diese künstliche Weingummi-Richtung. Das Problem Ich ist, kann was es gar ich nicht ganz zuordnen. habe, der Alkohol ist relativ präsent bei mir. Finde ich nicht so schön, aber ansonsten sehr süß, bisschen Ananas, Ananas ist gut, Weingummi ja. bin ich aber voll dabei, das trifft es Vielleicht sowas eigentlich. in Richtung Physalis? Vielleicht auch nicht. Ich glaube, Okay. Physalis mag Heiner auch ganz Du betonst das immer gerne. wieder. Alles Klärchen. Slansche. Slanche. Der ist gut. Der gefällt mir. Abgang, bisschen zu kratzig für mich. Aber zu kratzig ist auch zu krass gesagt. Geil. Also erinnert mich an so eine herbe Mango. Ach, du bist Lege ich beim mich jetzt schon Iren. mal auf Irland fest. Es könnte aber auch genauso gut Japan sein. Nee, Sehr ich sage, gut. es ist ein Ire und ich sage, es ist ein Ex-Bourbon. Da gehe ich mal aufs Ganze. Nee, aber also es tut mir leid, aber es ist für mich ein prototypischer Ire. Das kann ich gar nicht anders sagen. Das sind diese Ja, tropischen ich bin Fruchtanklänge, die da ich da völlig ganz stark dabei. habe. Sehr mild, sehr Sehr mild. mild, deshalb Triple Distilled geht bei dem auf jeden Fall durch. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist der Alkoholgehalt, weil ich finde, der hat doch ganz schön Pep. Gerade im Abgang hat man auch nochmal wirklich einen Alkoholflash, finde ich fast, wenn man länger im Mund hat. Ich will nicht sagen salzig, aber so eine leichte Salznote. Ansonsten Eiche halt da. Fast schon bitter im Abgang, auf der Zunge auch, also fast schon bitter. Ja, nee, also ich finde den aber wirklich grundsolide erstmal. Ist halt die Frage, okay, wie alt ist das Ding? Ja. Das ist jetzt Kasus Knacko, so ungefähr. Ich sag mal 18. Können auch 15 sein. Aber du sagst 18. Ich sag 15. Alkoholgehalt kann ich auch nochmal nachlegen. Aber es ist schwierig. Ich sag mal 47%. Weil ich nehme Lowlands. Hä? Okay. Ich hätte jetzt eher mit Inseln gerechnet. So, da wär's. Nee. Also vom Alkoholgehalt bin ich bei 54%. 54 ist gelockt. Ja. 53,5. Und vom Alter gehe ich auf. Eieieiei, es ist schwer, es ist schwer. Ex-Bourbon bin ich dabei. Was anderes kann ich da jetzt irgendwie nicht identifizieren. Also ein bisschen Puderzucker habe ich da auch. Und vom Alter, boah, 16 Jahre. 16, nichts geht mehr. Du Alles hast klar. 15 gesagt, ist Ja, gelockt. ist gelockt. Okay. Alkoholgehalt haben wir auch nochmal Oh zusammengefasst. ja. 47 bei mir. Bei dir sind es. 53,5. Na, Und spannend, sehr Alter, spannend. ja. Willst du was zur Benotung sagen? Ja, ich finde den sehr, sehr ordentlich. Also in der Nase, da haut er mich nicht so um. Gebe ich eine gute 85. Im Geschmack und im Abgang geht das aber hoch auf eine 87 im Geschmack, aber im Abgang dann wieder runter auf eine 85.
Also ich sag mal, die Ausbuchtungen in Anführungszeichen sind bei mir ähnlich. Ich finde den Geschmack am besten. Und von hinten nach vorne bin ich jetzt nicht ganz so hoch in Anführungszeichen. In Anführungszeichen 83, 86 und Nase 82. Ja. Okay, dann würde ich mal zur Auflösung kommen. Lesen wir mal vor, was wir als Text hier dazu bekommen haben. Wir reisen zum zweiten Mal nach Irland. Die englische Firma Blackadder hat ein Fass dieses irischen Single Malt Whisky in seiner Range, A Drop of the Irish, abgefüllt. Bereits 2017 auf die Flasche gezogen und begrenzt auf 238 Flaschen, erschöpft sich der Fluss an Informationen leider recht schnell. Wir kennen die Brennerei nicht und wissen auch nichts über das Alter. Leider ist Transparenz bei irischem Whisky nicht groß geschrieben, so dass wir ein bisschen im Dunkeln tappeln. Ich habe Robin Tuckey, Gründer und Inhaber von Blackadder, schon mal gefragt, welche Whisky hinter meiner eigenen Abfüllung von ihm steckt, und habe nur die Option erhalten: I can tell you, but then I have to kill you. Ich bin überraschend abgelehnt. Der Duft deutet auf ein Bourbonfass hin. Helle Früchte wie Birnen und Apfel sind mit Vanille ummantelt. Ein staubtrockener Zug irritiert kurz, bevor er ins Süße wie Aprikose und Bonbons abdriftet. Mit 46% weich im Mund mit Vanille und etwas Moos. Überraschend dann die Spitze von Zitrusfrüchten und einem Hauch von Rauch. Im Finish übernimmt er erneut eine Wendung. Vanille und Fruchtigkeit gehen in Trockenheit über, bevor er recht zügig abkippt. Es überdauert ein Gefühl von Glut. Ja. Von daher können wir empfehlen Ja. und euch können wir auch empfehlen, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen Absolut. und natürlich beim nächsten Mal auch nochmal einzuschalten. Auf jeden Fall, und abonniert uns, ne? Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis bald!